Hallo und willkommen zurück. Ja, 17068, ich weiß den Code noch und den geben wir jetzt mal ein. Oh, das war falsch. Jetzt hat er zu schnell getippt. Nochmal. Jetzt will er nicht mehr. Scheiße. Nicht ernsthaft. Komm. 1, 7. Ach, die 9 ist noch aktiviert. Okay. Nochmal von vorne. Ist auch komisch, dass man eine Gefangenennummer, die war ja auf dem Rücken eines Gefangenen, als Code nennt. Da hat sich wohl irgendwo eine Tür geöffnet. Nehme ich jetzt mal an. Eine dieser Sicherheitstüren. Kommen wir doch nochmal in den Bereich. Ja, dann war es vielleicht ganz gut, dass ich in der letzten Folge diese zwei Idioten da beseitigt habe. Allerdings hätte ich mir das halt gerne etwas heldenhafter gewünscht. Ich glaube, diese Tür, oder? War die schon offen? Gut, da nichts drin ist, war die wohl schon offen. Ach, ist das nervig mit der Perspektive immer. Das ist ja wie bei Silent Hill oder Resident Evil, dass man da teilweise auch nichts sieht. Bloß, dass das Spiel einfach von der Steuerung und vom Spielkonzept her darauf ausgelegt war. Da konnte man damit umgehen. Tomb Raider ist eigentlich kein Spiel, wo man tote Winkel ständig haben sollte. Da war ich auch schon drin. Ja, war ich auch. Also, wo hat sich jetzt was geöffnet? Es war auch eher das Geräusch einer geöffneten Tür, weil die Türen, die im Bild waren, die waren trotzdem noch geschlossen. Geh doch jetzt bitte einfach raus. Hergekommen, dann bleibt ihr nur noch hier. Was war da? Moment. Eine Gummizelle? Das ist eine Gummizelle. Und da liegt ein Stück irgendwas. Da drüben, also nebenan, blinkt was. Jetzt ist die Frage, muss ich da vielleicht durch die Scheibe schießen? Oder, also bevor ich die Munition verschwende, schaue ich natürlich erstmal, ob die nächste Tür offen ist. Weil, welchen Grund soll es haben, dass wir hier in diese Gummizelle rein können? Da muss ja nebenan entweder offen sein oder es muss von hier aus einen Durchgang geben. Curtis, ich hatte dich naja, nicht beim letzten Mal, aber beim vorletzten Mal hatte ich dich noch gelobt, dass du viel besser zu steuern gehst. Hier. Tatsächlich. Ich höre Geräusche. Ich habe eine Codekarte. Ich habe Munition. Ich habe Schokolade. Ich habe Besuch. Ich lasse mal den näher kommen. Ich will erst sehen, was es ist. Die sehen doch ein bisschen anders aus. Wir haben ein bisschen mehr auf dem Kasten. Und weg ist er. Das sind nicht mehr diese harmlosen Spinner, die wir im oberen Bereich hatten. Oder im letzten Bereich im Sanatorium. Also hier die Gegner im so Hochsicherheitstrakt, die sind schon ein bisschen gefährlicher, so wie es aussieht. Jetzt habe ich eine Codekarte. Mit der Codekarte kann ich natürlich jetzt durch die eine Tür durch. Das Gute an diesen Gegnern ist allerdings, man hört sie. War dann hier hinten die Tür? Ich glaube, ne? Nicht? Okay, dann nicht. Dann war sie woanders. Dann war die doch da. Jetzt muss ich gerade sagen, in diesem Bereich ist es mir jetzt in der Tat nicht so ganz wohl. Ich bin ziemlich froh, wenn ich diese Passage hinter mir habe. Ich glaube aber zu wissen, dass es nicht unbedingt besser wird.
Da war gerade eine Hand. Ein Magazin. Sonst nichts? Schade. Mittlerweile muss man ja sogar dafür schon dankbar sein. Wie sieht es denn eigentlich aus mit unserem Inventar? Wir haben zweimal Schokolade und ein großes Medipack. Ich heb mir das jetzt noch auf. Und wir haben, ja gut, Munition haben wir tatsächlich ausnahmsweise mal genug. Wo will ich jetzt lang? Beim letzten Mal bin ich rechts rum. Ich glaube, ich gehe jetzt auch erstmal rechts rum. Man kann sich hier aber auch echt leicht verlaufen. Ich gehe doch jetzt gerade im Kreis. Jetzt bin ich doch wieder da, wo ich vorher war. Ich muss mich jetzt mal orientieren. Wo war das Gitter, das ich geöffnet habe, diese Tür? War das hier? Nee. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wo ich bin. Mist. Ja, genau. Hier habe ich mit der Codekarte den Durchgang geöffnet. Das heißt, dieser Bereich ist jetzt neu. Rechts geht es den Gang runter. Dann geradeaus, da habe ich gerade reingeschaut. Habe ich geguckt, ob die Tür aufgeht. Die Tür geht nicht auf. Okay. Also habe ich jetzt die Wahl zwischen rechts und links. Und ich gehe jetzt erstmal den Gang runter. Ich könnte die Tür öffnen. Gut, bevor ich das mache, schaue ich mir noch kurz einen anderen Gang an. Und das ist aber jetzt dann, glaube ich, der, wo ich gerade auch schon mal drin war, oder? Hier in dem Zimmer ist nichts. Das Blöde ist halt auch, dass diese Zimmer oder Zellen echt so gleich aussehen. Ja, genau, dann laufe ich im Kreis. Komme ich wieder hierhin zurück. Wenn ich hier... Da war ich überall und hier kommt jetzt wieder die Stelle mit der Codekarte. Okay, dann bringt mich dieser Gang also nicht weiter, so wie es aussieht. Dann den anderen Gang runter und durch die Tür. Muss ja fast sein. Soll ich nochmal abspeichern? Ich glaube ja. Ich bin jetzt ein Schisser. Da steht auf jeden Fall jemand, der auf unsere Pistole wartet. Ich gehe erstmal da lang. Oh, da kann ich aufmachen. Scheiße. Scheiß Idee. Oh, fuck. Ja, ist ja gut. Ja, genau. Wie viele denn noch? Ich habe mir schon einen Ast abgeballert gerade. Okay, ich glaube, vor dieser Tür nehme ich noch ein bisschen Abstand und werde erstmal die Typen einzeln erledigen. Also das heißt, hier gehe ich natürlich noch durch. Aber diese andere Tür, die werde ich noch schön zulassen, weil sie dann nämlich alle gerannt kommen. Und ich glaube... Ist das so einer oder ist das... Was ist denn das? Ist das ein Mensch? Das ist doch ein Mensch. Ja, und das ist kein Mensch gewesen. Ja. Jetzt ist halt die Frage, tut der mir was? Ja, wahrscheinlich schon. Aber jetzt will er nicht mehr auf den zielen. Ich gehe mal da durch. Ich komme auch gar nicht durch.
Und da tut man nichts. Aber das ist, glaube ich, ein Bug. Und Curtis will jetzt hier gar nicht mehr weg. Der hat sich jetzt hier festgebackt. Och, Mann! Jetzt habe ich doch ein bisschen Angst, dass ich zu viel Munition verschwendet habe. Das sieht auch merkwürdig aus. Also, ich sag mal jetzt, mit zunehmendem Spielfortschritt vermehren sich die Bugs doch ganz ordentlich. Auch die Grafikbugs. Oh, er benutzt die Karte sogar. Fuck. Ziehst du mal deine Waffe und vor allem heilst du dich jetzt gefälligst mal. Haut ab. Oh, habe ich jetzt einen Schreck gekriegt. Ich wollte eigentlich noch gar nicht hier hin. Ich habe nur gedacht, ich gucke mich mal um, bevor ich in den anderen Raum reingehe. Wahrscheinlich... Ich höre Geräusche, das Vieh ist immer noch da. Magazin und da ist es wieder. Scheiße. Ach. Curtis? Ich habe ihn gerade ertreten. Das Vieh ist tot. Jetzt echt? Nee, ja, scheiße. Und er hebt erstmal in aller Seelenruhe. Jetzt haut's wieder ab. Ich muss irgendwas machen. Scheiße. Da ist ein Hebel. Aber ich kann hier nichts machen. Er reagiert nicht auf den Hebel. Ich kann hier auch nicht rüberspringen. Das Vieh kommt bestimmt gleich wieder. Da blinkt was. Medipack. Oh, Gott sei Dank. Ja, er kommt gleich wieder. Aber was muss ich denn tun? Muss ich damit irgendwas machen? Nee. Kann ich hier rüberspringen? Nee, will er nicht. Ja, Kacke, was soll ich denn machen? Und jetzt zielt er nicht mehr drauf. Ich habe hier keine Option, irgendwas zu tun. Das Drecksvieh kommt immer wieder. Ja, ich höre es schon. Da ist es wieder. Das kann ich jetzt so lange machen, bis meine Munition weg ist. Oder bis ich tot bin. Aber... Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich kann hier nicht raus. Es stirbt halt auch nicht wirklich.
Ich glaube, jetzt ist es wirklich tot. Das ist auch ein Kampf, vor dem ich eigentlich total Angst hatte, weil bei dem ist mir damals echt die Munition ausgegangen, wobei ich gar nicht mehr weiß, wie das möglich war. Vielleicht ist mir aber auch die Heilung ausgegangen. Das könnte ich mir jetzt tatsächlich ziemlich gut vorstellen, dass das passiert. Denn ich habe jetzt auch nur noch ein Medipack und jetzt darf ich auch diesen Hebel betätigen. Ich musste einfach nur immer wieder draufballern. Sie mich gerettet haben, Fremder. Nennen Sie mich Curtis. Lara. Und jetzt zum Geschäft. Ich schulde Ihnen was. Richtig, ein Gemälde. Tja, das ist mir im Louvre abhanden gekommen. Was führt Sie eigentlich hierher? Eckhart. Ich habe noch eine alte Rechnung mit ihm zu begleichen. Und Sie? Persönliche Gründe. Eckhart will mit den 5 Gemälden der Finsternis das absolut Böse in Gestalt des Schläfers erwecken und die Nephilim nachzüchten. Dazu braucht er die Organe seiner Opfer. Ich habe ihn bei der Arbeit gesehen. Mit diesem Handschuh. Eckhart ist der dunkle Alchemist. Es wird nicht mehr lange dauern, bis er auch das 5. Gemälde findet. Weiß er, wo es ist? Es ist in einem geheimen Gewölbe der Lux Veritatis unter dem Strahhoff-Gebäude. Diese Gemälde müssen zerstört werden. Aber das geht nur mit dem Splitter, den Sie im Louvre gefunden haben. Es muss 3 Amulettsplitter geben. Einen hat Eckhart. Wenn alle 3 Splitter vereinigt werden, ist er sterblich. Das weiß er. Erzählen Sie von den Splittern. Die Splitter sind Waffen der Lux Veritatis. 2 der Splitter besaß mein Vater. Eckhart hat ihn umgebracht, um zu verhindern, dass ich sie bekomme. Tja. Ah, Eckhart hat Ihren Vater getötet und Sie wollen jetzt Rache. Gerechtigkeit. Wir sollten zusammenarbeiten. Vertrauen Sie mir? Hier. Wie kann man Eckhart mit den Dingern töten? Er muss mit allen 3 Splittern erstochen werden. Ich denke, wir sollten uns trennen. Sie brauchen den 3. Splitter, also holen Sie ihn. Ich suche in der Zwischenzeit das letzte Gemälde und zerstöre es. Okay. Eckhart bewahrt den Splitter in seinem Labor in den Kellergewölben auf. Ich versuche mich bis dorthin durchzuschlagen. Das Gemälde ist in einem Gewölbe versteckt. Dem Gewölbe der Trophäen. Hier. Der Eingang ist unter Wasser. Ein Kinderspiel. Woher hat sie den Stich und die Karte? Das ist egal. Wir haben beim Versuch, dieses verdammte Gewölbe zu öffnen, schon zu viele Männer verloren. Vielleicht hat sie nie Glück. So. Dieser Kerl müsste bald hier sein. Treffen Sie alle Vorbereitungen. Und wenn sie das letzte Gemälde zerstört? Das werden wir nicht zulassen. Das 5. Gemälde der Finsternis gehört mir. Und dann... Ui. Also erstmal, wir steuern wieder Lara. Zweitens, wir sind im Abteilung für Meeresbiologie. Da habe ich ja keine Erinnerung mehr dran, aber da habe ich voll Bock drauf. Auf sowas stehe ich total. Drittens, wir haben wieder eine Menge erfahren. Und viertens, der eine Raum, in den ich nicht mehr reingegangen bin. Vielleicht gab es da noch irgendwelche Bonusgegenstände möglich, aber Fakt ist, er war nicht zwingend notwendig, um weiterzukommen. Wir hatten die Cutscene gesehen, damit habt ihr alles Wesentliche mitbekommen. Und ich habe gerade keine Waffe ausgerüstet. Welche nehme ich denn? Die war nicht schlecht. Da habe ich aber nicht mehr so extrem viel Munition. Da habe ich noch einiges an Schuss. Ja, ich glaube, dass die momentan die Mac Vega am besten ist. Einfach nur so für alle Fälle. So, jetzt schauen wir mal. Also, wir suchen jetzt das 5. Gemälde. Wir haben jetzt also Curtis auch offiziell kennengelernt. Ich hatte euch den Namen gespoilert, weil es ja eigentlich kein Spoiler ist. Ich musste ihn ja irgendwie nennen. Ich kann ja nicht immer sagen, der Kerl, ich sterbe. Oh nein! Und ja, ihr ahnt es schon, ich hatte nicht gespeichert. Das hätte ich mal tun sollen. Habe ich nach dem Vieh nochmal gespeichert? Ey, lass mich jetzt bitte nicht diesen Dreckskampf nochmal machen müssen. Ach du Scheiße. Nee, oder? Ernsthaft?
Oh, Kacke. Ja, so ein Müll. Den ganzen Kack nochmal. Und der tut mir eigentlich nichts. Deshalb kümmere ich mich um die, die mir was tun. Vielleicht kann ich auf die Art Munition und Energie sparen. Ah, dass ich jetzt den blöden... Jetzt tut er mir was. Danke. Wo zieht er denn jetzt hin? Ich sehe überhaupt nicht, wo er hinzielt. Pack mal die Waffe weg. Ich sehe überhaupt nichts. Da ist ein Vieh. Okay, also Munition ist eigentlich sowieso nicht unser vorrangiges Problem, sondern eher die Energie. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich zu dem Drecksvieh gehe. Also da gehe ich jetzt nicht rein, das hatte ich ja schon gesagt. Da ist der Typ. Und dann bin ich hier einfach weitergelaufen. Ich laufe gerade im Kreis, ich weiß. Und dann hier rein. Da ging nichts. Ich bin hier, glaube ich, lang. Ich versuche das jetzt echt möglichst kurz zu halten. Genau, ich habe hier die Codekarte benutzt. Ich weiß ja jetzt, ich muss nur auf dieses Vieh ballern. Bis es irgendwann tot ist. Und genau das mache ich jetzt. Und ich hoffe, das überspringe ich mal kurz. Haut's ab. Und jetzt muss ich es eigentlich immer nur auf Abstand halten und draufballern. Ich heile mich nochmal kurz. Ich weiß, dass da noch ein Medipack gelegen war. Das werde ich mir dann noch holen. Aber vielleicht komme ich ja so durch. Ich habe ja viel Zeit damit verschwendet, sag ich mal, rumzusuchen, was ich tun kann. Was eigentlich gar nicht notwendig ist, weil ich eigentlich immer nur draufballern muss. Okay, jetzt nutze ich schnell die Gelegenheit. Jetzt haut es wieder ab. Der Kampf ist eigentlich total albern. Also der ist eigentlich total... Moment, ich mache mal kurz einen Zwischenspeicherstand. Der ist überhaupt nicht schwer, wenn man ein bisschen auf seine Energie achtet. Ihr seht ja, es macht auch gar nicht so viel Schaden auf einmal. Man kann sich da durchaus mal einen Treffer erlauben. Theoretisch würde ich jetzt zwar ganz gerne ein Medipack benutzen. Ja, das sollte ich sogar fast. Jetzt haut es wieder ab. Springt es wieder hoch. Ja, komm. Ist zwar ein bisschen schade drum, aber noch ein Treffer, glaube ich, verträgt er nicht. Ja, die Folge ist rum. Aber ich will wenigstens noch wieder so weit spielen, dass wir bei Lara ankommen. Wo ist es denn? Ist er hinter mir? Da ist er. Wahrscheinlich war jetzt die Heilung tatsächlich für den Arsch.
weil er jetzt gleich tot ist. Ich muss noch einmal warten, dass er aufsteht. Ja, die Heilung hätte ich mir tatsächlich sparen können. Ganzes Medipack, das wird übersprungen. Der Proto-Nephilim ist tot. Oh, ich sehe gerade, da liegt noch, noch ein Magazin. Das könnte ich noch nehmen. Nee, könnte ich nicht. Da war ich jetzt zu langsam. Ja, Pech. Eigene Blödheit, ein Medipack verschwendet und ein Magazin quasi verschwendet. Aber ich glaube, ich habe insgesamt ein bisschen weniger Munition gebraucht. Und jetzt spielen wir Lara. Und jetzt speichere ich erstmal. Und dann geht es dann in der nächsten Folge weiter. Und das ist schade, dass ihr momentan alles immer doppelt sehen müsst. Ich muss mir echt angewöhnen, öfter zu speichern. Oder an den entsprechenden Stellen zu speichern. Ja, dann sehen wir uns dann morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.